Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Videobeitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Und ganz besonders begrüße ich heute einmal wieder Dr. Med. Karin Bender-Gonza und sage ganz herzliche Grüße nach Namibia. Hallo liebe Karin. Hallo liebe Irmgard und hallo ihr Lieben in Deutschland. Ganz liebe Grüße aus dem sonnigen Namibia. Schick uns mal noch ein paar Temperaturen hier nach Deutschland, die können wir gebrauchen. Karin, wir möchten heute über das Thema sprechen, es ist Zeit zur Veränderung, die Transformation ist voll im Gange und ich glaube ausschlaggebend für diese Aspekte waren auch so ganz viele Kommentare unter dem Interview, das Dr. Noack mit dir geführt hat. Ja, sehr gerne nehme ich das jetzt hier nochmal zum Anlass, über etwas zu sprechen, was mich eigentlich schon eine ganze Weile begleitet, aber jetzt im Zuge dieses Interviews, das immer noch ständig an neue Klicks gewinnt und auch natürlich auch ganz viele neue Kommentare erhält, bemerke ich persönlich, dass es doch immer wieder relativ viele Kommentare gibt, die sich darauf beziehen, wie schlimm die Situation ist, also wie schlimm sind die Ärzte und Zahnärzte, wie schlimm das System ist und wie ihre persönliche Situation zerstört wurde, die Zahnsituation zerstört wurde aufgrund falscher Therapie. Und man merkt auch oftmals sehr viel Wut und Hass schon fast in diesen Kommentaren, auf was auch immer, das System, die Behandlung, den Arzt. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir beginnen, nicht mehr uns in diesen Emotionen zu lange aufzuhalten. Also es ist für mich wichtig, dass wir aufklären. Deshalb mache ich diese Arbeit ja auch. Oder du, Irmgard. Ja? Also unser Anliegen ist, Inspirationen zu liefern. Dazu müssen wir aber auch natürlich mal aufklären und Dinge beleuchten, damit jemand, der das vielleicht noch nicht realisiert hat, es einfach erkennt. Das heißt aber nicht, dass wir das direkt bewerten, denn Dinge sind passiert. Wir müssen es einfach akzeptieren, das war so. Das ist aber die Vergangenheit. Wichtig ist jetzt, dass wir aus dem, was war, etwas Neues entstehen lassen, also dass wir das Ganze transformieren. Also es geht ja nicht darum, uns immer wieder nur zu beschweren und immer nur zu schimpfen oder ja, zu demonstrieren. Es ist wichtig, dass sich was verändert. Und die Veränderung kommt aber nur durch uns selber. Also sich hinzusetzen und zu sagen, das System muss etwas verändern oder die Ärzte müssen was ändern. Die Idioten, die haben alles kaputt gemacht. Das verändert nichts, das hält uns nur energetisch gefangen. Wir sind ganz eng, weil diese Wut macht uns ganz, ganz dicht und ja, fest. Aber was ist denn unsere Intention? Unsere Intention ist es, besser werden zu lassen. Das heißt, wir müssen aufgeben, wir müssen uns öffnen. Das heißt, unsere Emotionen müssen ja, liebevoller sein. Wir müssen wieder durchatmen können. Und es geht nur, wenn wir uns auf das Positive ausrichten. Das bedeutet, zu schauen, okay, was war, was wollen wir nicht mehr? Und dann, das ist ganz, ganz wichtig, dann kommt der Transformationsprozess dahingehend, dass wir sagen, okay, was kann ich dazu steuern, dass es sich verändert? Also nicht sagen, okay, das war falsch und jetzt muss etwas geschehen, jetzt muss jemand etwas tun, damit es mir besser geht. Das ist alte Denkweise. Die neue Denkweise, und ich sage euch, das Jahr 2018 wird ein gewaltiges Jahr und bringt sehr, sehr viele Chancen für diejenigen, die bereit sind, in diesem, sag mal, Energiewirbel mitzumachen. Ja, sich auf dieses Neue einzulassen. Und da geht es aber nur weiter, wenn man aktiv wird. Ja? Aktiv werden dahingehend, dass man sagt, okay, was kann ich tun? Was kann ich für mich tun? Was kann ich für andere tun? Also ins Tun kommen, aktiv werden und nicht da sitzen und schimpfen und eng werden, sondern ja, sich aufmachen, öffnen und eben auch etwas mit anderen teilen. Und jeder von uns hat Gaben, jeder von uns hat
Fähigkeiten. Und das ist die Qualität, wie wir nach vorne kommen, indem wir uns nun mal, dass wir sagen, okay, das war, das lassen wir jetzt hinter uns, wir wollen etwas anderes und jetzt krempeln wir die Arme hoch und wir machen jetzt den Wandel. Wir sind der Wandel. Ja. Ohne uns geht es nicht. Genau. Ja? Und dazu gehört einfach auch, gut, zurückzuschauen, was war, ist das eine, aber das ist vorbei. Das hat auch alles auf die unterschiedlichste Art und Weise seinen Sinn gehabt. Ja. Es hat alles irgendwo seinen Sinn. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung, auch wenn man glaubt, da draußen herrscht das totale Chaos. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, geht es auch darum, nochmal so diese Konditionierung loszulassen, Verantwortung abzugeben, nämlich darum, Verantwortung zu übernehmen für mich selbst, für mein Leben, für meine Familie, für Mutter Erde, die jederzeit auch für mich da ist, aber auch da in die Verantwortung gehen und mit der Mutter Erde so umgehen, auch wie ich mit meiner eigenen Wohnung umgehe. Da würde ich ja auch nicht irgendwo, das ist nicht mein Sprachjargon, aber ich sage es jetzt trotzdem, meinen Saustall hinterlassen, sondern die pflege ich ja auch regelmäßig. Und das ist so der Prozess, der da jetzt im Gange ist. Und allem, das noch zu deinem Thema, was du eben erwähnt hast, was dir so am Herzen liegt, das auch weiterzutragen. Diese ganze Schimpferei über das System, was alles schlecht ist, was alles Mist ist. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn wir diesen Energien, diesen Themen Aufmerksamkeit schenken, dann werden die noch größer. Schenken wir aber diesen Lösungsansätzen Aufmerksamkeit, also überlegen wir uns, wo wollen wir denn hin? Dann bekommen diese Themen Energie und können wachsen. Genau. Dann sind wir nochmal bei dem Thema, was du ja auch jetzt, denke ich mal, auch noch so ein bisschen rüberbringen wolltest, dass wir aus der Liebe heraus kommunizieren und nicht aus Angst, aus Hass, aus Neid und aus Zorn. Genau. Also das ist mir eben ganz, ganz wichtig, weil ich, wie gesagt, immer mal wieder durch die Kommentare gehe und das erlebe. Aber ich erlebe das eben auch sehr häufig in meinen Coachings, dass eben zu Beginn des Coachings jemand einfach so verhärtet ist und einfach ja gar nicht die Chancen für sich selber sieht. Und das sehe ich so auch als meine Aufgabe, aber natürlich auch als unsere gemeinsame Aufgabe, also Irmgard und ich, wir machen ja gemeinsam auch Kurse und da fokussieren wir uns wirklich darauf, zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist eben das Wichtige, dass viel Wissen nicht kommuniziert wird. Und dann kann natürlich keiner wissen, was er tun kann. Insofern, das Neue ist sozusagen, dass alle diejenigen, und ich spreche jetzt jeden vor diesem Bildschirm an. Jeder, der in sich spürt, ich habe eine Fähigkeit, ich habe eine Begabung, teilt diese Begabung nach außen, weil das kann vielleicht etwas sein, was anderen Menschen hilft, die momentan vielleicht sagen, okay, ich möchte was verändern, aber ich weiß noch nicht wie. Ja? Ich tue das in meinem Bereich, aber das ist ja ein kleiner Bereich des Lebens. Es gibt so viele Lebensbereiche, wo man was verändern kann. Und insofern, haut euer Wissen raus, teilt es und zeigt euch. Ja? Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt mit großer Dankbarkeit sehe durch dieses Interview mit dem Andreas Noack. Es zeigen sich so viele Kollegen auf einmal von mir. Und da auch nochmal, es wird immer über die Zahnärzte geschimpft, die Idioten und die zocken alle nur ab. Es gibt immer schwarze Schafe. Ja, in jedem Beruf. Ja, und vielleicht gab es in der Vergangenheit, weil das System natürlich das auch begünstigt hat, viele schwarze Schafe. Ja, aber es gibt auch umgekehrt. Es gibt immer Licht und Dunkel. Und wo Dunkel ist, gibt es auch Licht. Das heißt, es gibt auch unheimlich viele tolle Ärzte und tolle Zahnärzte da draußen, ja, die sich aber vielleicht noch nicht so gezeigt haben, weil sie auch unter einem gewissen Druck in der Öffentlichkeit stehen. Also ich erlebe es ja auch, ich kriege ja auch nicht nur positives Feedback, ich kriege auch Kritik von Seiten der systemkonformen Kollegen. Mhm. Aber andererseits kriege ich auch Feedback von ganz vielen Kollegen, die ähnlich denken. Und ich denke auf einmal, Mensch, es sind so viele. Ich dachte immer, es gibt kaum welche von meiner Art. Ja? Ich habe mich schon wirklich manchmal gefühlt, als wäre ich wirklich von einem anderen Stern. Und jetzt kommen sie alle.
Die kommen alle. Und das finde ich so großartig. Also es bewegt sich einfach unheimlich viel momentan. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Chance in diesem Jahr. 2018 fühle ich wirklich, wird ein ganz, ganz tolles Jahr, was ganz viel möglich macht. Aber dazu müssen wir uns mental auf das Positive ausrichten und darauf ausrichten, was wir selber tun können und nicht in dieser alten Opferhaltung drin bleiben. Dann passiert nichts mehr. Also auf Lösungsansätze, die Aufmerksamkeit richten, die Energierichtung, schauen, was kann ich selbst in meiner eigenen Verantwortung tun, wo kann ich selbst vor meiner eigenen Türe kehren, und wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, so ein bisschen spricht mein Herz da auch mit, ich möchte das auch weiter in der Welt verbreiten, dann tut das. Und dann wird irgendwann, ich glaube, man nennt das so eine kritische Masse einfach auch erreicht, ich weiß den genauen Fachjargon jetzt nicht, und dann breitet sich das plötzlich explosionsartig aus, und dann können wir die Uhr noch mal ein bisschen zurückstellen. Wir wissen, eigentlich ist es schon kurz vor 12 oder schon kurz nach 12, aber das ist gerade so jetzt die Qualität, dieses Wissen explosionsartig sich verbreiten zu lassen, dass wir hier unser Leben, Mutter Erde, und das auch unsere Nachfahren, unsere Kinder und Enkelkinder, das Leben wollen wir doch auch alle weitergeben, dass die hier eine wunderbare Welt weiter vorfinden. Ne? Ja, absolut. Also ihr Lieben, ein letzter Aufruf von uns beiden. Habt den Mut, Verantwortung für euer Leben zu übernehmen in den verschiedensten Bereichen. Folgt euch selbst, das ist ja dein Motto auch, folge dir selbst, ne, liebe Karin, und hört auf euer Herz und kommt in eure wahre Kraft, Stärke und Energie, und lasst uns das alle weiter verbreiten, dass die kritische Masse irgendwann erreicht ist und das explosionsartig sich verbreitet. Wir schicken euch eine ganz, ganz herzliche Umarmung. Ich aus dem Saarland und die Karin aus Namibia. Ja. Tschüss. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.